Na, sagt's dir, geht doch. Einige Leute haben gesagt, ich sollte mal darauf achten, dass die Motoren nicht zu warm werden. Da werde ich nachher im Laufe des Drucks nur wieder mal anfassen. Aber ich rechne eigentlich nicht damit, also zumindest nicht von außen. Weil für einen Schrittmotor ist diese Geschwindigkeit natürlich noch ein Witz. Die sagt, es könnte vielleicht innen zu warm werden, aber auch da denke ich letztlich, dass da so viel Metall drumherum ist, dass die Wärme ablenkt, dass ich mir da eigentlich bislang nie einen Kopf drum gemacht habe. Aber ich werde das nachher einfach mal anfassen und dann weiß ich es genau. Schauen wir mal. Ich lasse jetzt einfach noch ein bisschen euch zugucken hier, weil diese kurzen Überbrückungsdinger zum Ausfüllen, die sind natürlich nicht so der Renner, aber wenn er die lange gerade macht, das sieht schon recht interessant aus. Achtung, jetzt kommt's. Ja, gefällt mir soweit gut. Ich sag ja, ich schalte nachher nochmal rein, wenn er ein bisschen weiter ist und fummel an irgendwelchen Motoren rum. 85% haben wir inzwischen erledigt. Jetzt fummel ich mal ein bisschen an den Motoren rum. Der hier. Warm. Ja, durchaus warm. Also in den Fingern zwickt schon. Ich schätze mal 40, 50 Grad. Er hier. Warm, aber mehr nicht. Ja, nicht schlimm. Na gut, und hier der Stepper-Driver-Motor. Na, das kann man vergessen. Aber hier vorne der, was ist denn das? Y-Achsen-Motor, der wird ganz schön warm. Ich habe hier einen leichten Luftzug. Ich habe hier oben drüber einen Lüfter, sozusagen mein Bauteil-Lüfter. Und der lüftet den so ein bisschen mit, also hier gibt es einen leichten Luftzug. Aber das ist schon warm. Die Frage ist jetzt, ist das eine Temperatur oder ist das einfach nur Betriebstemperatur für den Burschen? Mal gucken. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Ich muss jetzt mit dem Daumen den Sensor des Thermometers hier ans Gehäuse halten. Wird auch schön warm an den Fingers. So, mehr als 40 Grad wird es auch nicht. Ah, 41 Grad, na schön. Ja, die Sprünge kommen jetzt daher, dass mein Finger nicht plan ist. Okay, sagen wir mal, es kann jetzt eine Idee drüber werden. Also, mehr als 42 Grad kommen jetzt hier nicht bei raus. Und ich denke, da kann ich mit leben. Dass einem das so warm vorkommt, mit oh, ist das warm, kann ich mir gut vorstellen. Weil, wenn ich in die Badewanne springe, dann habe ich auch mal das Gefühl, oh verdammt, ist das schön heiß. Und dann sind es auch nur 40 Grad. Ich denke mal, 40 Grad ist eine Temperatur, mit der kann ich leben. Zumindest außen. Wie es dann innen drin aussieht, weiß ich nicht so genau. Aber naja, ne? Ich denke mal, Innentemperatur, Außentemperatur, so groß werden die Unterschiede auch nicht sein. Und wenn doch, ich habe einen Reservemotor liegen. Weil, wenn man mal zwei Extruder hier oben drauf hatte, hat man einen Motor in der Schublade für alle Fälle.